Und ganz besonders freue ich mich darüber, dass auch Leute von auswärts gekommen sind nach München und manche sogar von sehr weit her, weil sie nämlich Betroffene sind von dieser Kriegspolitik, die die westlichen Staaten im Nahen Osten vor allem derzeit praktizieren. Gebetsmühlenartig behauptet SIKO-Konferenzleiter Wolfgang Ischinger seit mehreren Jahren und diesmal auch wieder, die SIKO diene ausschließlich dazu, Konflikte friedlich zu lösen. Ein purer Etikettenschwindel ist das. Die SIKO ist vor allem ein Propagandaforum für die Kriegspolitik der NATO. Den wirtschaftlichen, politischen und militärischen Machteliten aus den NATO- und EU-Staaten und den zahlreichen Vertretern internationaler Konzerne und Rüstungsfirmen, die im Bayerischen Hof versammelt sind, geht es nicht um die Sicherheit für die Menschen auf dem Globus, sondern um die Aufrechterhaltung ihrer weltweiten Vorherrschaft. Dafür haben sie Aggressionskriege geführt gegen Jugoslawien, Afghanistan, gegen den Irak und Libyen und haben dabei Hunderttausende von Menschen ermordet. Die da im Bayerischen Hof sind, gehören zu den Hauptverantwortlichen für die weltweite Ungerechtigkeit, für weltweite Armut, für die Vergiftung der Umwelt und die Zerstörung der Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen auf dem Globus. Und sie sind die Hauptverursacher der weltweiten Flüchtlingsbewegung. Sie sind die Repräsentanten eines Wirtschaftssystems, das sich ausschließlich am Wohlergehen einer kleinen Minderheit und an den Profitinteressen der großen Banken und Konzerne orientiert. Entschuldigt, Genossen, dass ich schon wieder, und Kolleginnen, Freundinnen, Freunde, dass ich mich schon wieder einmische und mich vor Konstantin eindrängle. Es sind Pegida-Mitglieder hier auf dem Platz. Die haben hier nichts zu suchen. Aber wirklich nicht. Also. Und werden aufgefordert, den Platz zu verlassen und ihre alltäglichen Vorgehen nachzugehen. Auf diesem Platz haben sie hier und heute nichts zu suchen. Nazis raus! So, jetzt Konstantin Wecker. Geht zu dem Mikrofon. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr da seid. Was sagst du? Was ist das? Nein, brauche ich nicht. Nein, danke. Schön, dass ihr da seid. Die meisten kann ich ja fast persönlich begrüßen. Seit einigen Jahren habe ich auch schon getan. Als erstes möchte ich mich aber wirklich bei diesen beiden wunderbaren Mitstreitern, dem Wob und dem Klaus, bedanken. Seit so langer Zeit macht ihr hier das und vielen Dank an euch. Es ist wirklich toll, die Arbeit, die ihr seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten hier in München gemacht habt. Zum selben Zeitpunkt, als Frau Merkel letzte Woche in Ankara die blutverschmierten Hände von Herrn Erdogan schüttelte und ein Ende der Bombardements der russischen Luftwaffe gegen die Zivilbevölkerung von Aleppo forderte, bombardierte die türkische Armee kurdische Städte. Hunderte Zivilistinnen starben bei Kriegsverbrechen und Massakern allein in den letzten Monaten in der Türkei. Sie teilen die Opfer auf in nützliche und störende, je nachdem, ob sie den deutschen Interessen gerade nutzen oder ob sie als Kollateralschaden in Kauf genommen werden. Wenn die deutsche Bundesregierung zu diesen Verbrechen ihres Bündnispartners schweigt, dann macht sie sich mitschuldig. Menschenrechte sind unteilbar und Kriegsverbrecher wie Donald Rumsfeld oder Erdogan gehören vor Gericht gestellt. Das haben wir hier immer klar gemacht. Und jetzt, liebe Freunde, möchte ich euch noch ein Gedicht vom Bob vorlesen. Das wollte ich eigentlich schon das letzte Mal machen. Da wollte ich es auch spielen. Ich habe es immer noch nicht vertont, leider, Bob. Aber vielleicht gelingt es mir nochmal, die große Orchesterfassung mit großem Chor und Symphonieorchester. Es heißt Tanz der Vampire und ich finde es großartig. Im Bayerischen Hof tobt ein Maskenball von Vampiren, die unsichtbar sind. Die Spiegel im Saal reflektieren nicht mal, dabei sind sie doch längst noch nicht blind. Ist alles vom Feinsten gebohnert, gewischt, entwanzt und gesichert in Hast.
Des Abends wird schließlich groß aufgetischt, reichlich Staatshaushaltsgelder verprasst. Der Weltkriegselite gebührt ein Spalier bei Kaviar, Sekt und Champagner und Bier. Sie feiern sich selbst und das über Gebühr als Drohung zum nächsten Krieg bis um vier. Für Folterherren und Kriegsverbrecher, Waffenhändler, Lobbysprecher, Militärs- und Kriegsminister, Spinnefeind doch wie Geschwister, Antiterrorpolizisten, selber Terrorspezialisten und als Sahnehäubchen drin GroKo-Kriegsministerin. Sie sehen die Welt mit dem Falkenblick als ihr eigenes verwandtes Haus. Sie tragen und tragen mit großem Geschick die Revierkämpfe freundschaftlich aus. Die Weltpresse knipst, schreibt bereitwillig mit. Das Fernsehen erfasst aber nichts. Die Zähne voll Blut glänzen wie Aspik in den Mundwinkeln ihres Gesichts. Die Weltlauschelite, die findet sich hier bei Kaviar, Sekt und Champagner und Bier. Sie feiert ihr neuestes No-Spy-Papier, den Freibrief zum Datenklau bis um vier für BND und NSA. Schnüffler-Cyber, Angriffsmailer, digitale Passwortknacker, digitalen Briefeinsacker, Metadatenanalysten, Kryptobotschaftsdekodisten und als Spitze mittendrin Drohnenkriegsministerin. Danach geht es gleich zum Stehempfang, den die Stadtspitze gerne spediert. Da stochert, was Namen hat oder Rang in die Handys, dass nichts hier passiert. Man plaudert geschäftlich, privat und nimmt noch Kaffee oder Tee und weiß sich so manchen technischen Rat beim Dessert im Geheimseparé. Die Weltmordselite, die tummelt sich hier bei Kaviar, Sekt und Champagner und Bier. Sie feiert der Drohnen untrüglich Gespür im Fliegen zum Terrorsieg bis um vier. Für Infoschnacken, Datenkracken, die noch nie vor was erschraken. Algorithmenprogrammierer, alles was sie wollen, Kopierer. Miese Spitzel unter Tarnung mit Trojanern ohne Warnung. Und als Urschelmittel drin lacht die Kriegsministerin. Afghanistan, gegen Syrien und viele andere. Diese Kriege gegen den Terror haben bisher 3 Millionen Menschen das Leben gekostet. Liebe Freundinnen und Freunde, die NATO, insbesondere die Bundesrepublik, nimmt das derzeitige Massaker der türkischen Armee in den Kurdengebieten in der Türkei und im Irak in Kauf, damit Erdogan die Grenzen für Flüchtlinge schließt. Liebe Freundinnen und Freunde, die von der USA geführte Allianz gegen den sogenannten Terrorismus warf seit September 2015 38.000 Bomben auf syrisches und irakisches Hoheitsgebiet. Dies tut sie bis zum heutigen Tage. Derzeit versuchen die Militärstrategen der NATO, die Aufmerksamkeit auf die russischen Bombardements zu richten, um von ihren eigenen täglichen Verbrechen abzulenken. Liebe Freundinnen und Freunde, das sogenannte Aktivieren des Militärs in der Ägäis zum Zwecke des Schutzes von Flüchtlingen ist nichts anderes als eine militarisierte Flüchtlingsbekämpfungspolitik. Flüchtlinge sollen unter anderem von deutschen Kriegsschiffen gestoppt werden, um ihren Weg in das Europa zu verhindern. Dass es dabei um die Bekämpfung von Menschenhändlern geht, ist eine Lüge. Liebe Freundinnen und Freunde, bis heute gibt es keinen einzigen legalen Fluchtweg nach Europa. Europa verwandelt sich in eines von Stacheldrahtfeldern eingegrenztes Zwangskonglomerat, vor dessen Türen aber Tausende von Menschen verrecken. Liebe Freundinnen und Freunde, die tatsächliche Ursache der weltweiten Völkerwanderung ist das weltweite Wirtschaftssystem. Jeglicher Ansatz, der diese Ursache ignoriert, scheitert. Ja, hallo, heute Demo gegen die Münchner Sicherheitskonferenz. Warum bist du heute hier?
Ja, ich bin ganz einfach nur wütend, ja, und ich bin unheimlich froh, dass ich hier bin, ja, weil ich bin auch unheimlich froh, dass ich jetzt interviewt werde, weil ich muss mir irgendwie mal ein bisschen Luft machen. Das, was der amerikanisch-militärisch-industrielle Komplex in dieser Welt anrichtet, ist einfach grauenhaft. Und das macht er nicht nur seit gestern, das macht er seit Jahren. Er mischt die ganze Welt auf. Er hetzt Brüder und Schwestern gegeneinander auf, dass sie sich gegenseitig umbringen. Das darf nicht sein. Wir wollen einen Planet des Friedens haben. Der Planet ist für den Frieden geschaffen. Der Schöpfer hat den Planeten geschaffen, dass wir friedlich koexistieren können, dass wir eine friedliche Welt haben können. Und diese verdammten, gierigen Imperialisten machen das alles kaputt. Wir müssen uns zusammentun. Wir müssen uns alle zusammentun in einer neuen Front gegen den Krieg, für den Frieden. Und zwar alle Gruppierungen, die auf diesem Planeten herumlaufen. Ja, ich kann nur eins sagen, Soldaten aller Länder, vereinigt euch. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Bildet eine Front gegen diesen Wahnsinn, der hier abgeht. Peace! Peace! Aber das heißt doch Sicherheitskonferenz, also ist doch eigentlich alles in Ordnung, oder? Ja, Sicherheit, das ist so eine Sache, ja, ich bin im Security-Business, ja. Sicherheit ist eine Sache, die manche Leute gerne haben wollen. Aber das, was hier gemacht wird, das ist keine Sicherheit, das ist Unsicherheit. Hier wird Unsicherheit auf dem ganzen Planeten propagiert. Ja, hier wird Mord betrieben an Frauen und Kindern, ja, mit Bombardements. Ja, das hat mit Sicherheit überhaupt nichts zu tun. Hier werden Bevölkerungsgruppen aufgemischt, die dann auf die Straßen gehen, die selber militant werden, weil ihnen nichts anderes mehr übrig bleibt. Und wir müssen es irgendwie versuchen, gewaltfrei hinzukriegen. Wir müssen auf die Straßen gehen, und zwar nicht zu Tausenden, nicht zu Hunderttausenden. Wir müssen mit Millionen auf die Straße gehen. Ja, wir müssen nach Berlin gehen, gerade hier in Deutschland. Wir müssen mit 1-2 Millionen Menschen in Berlin anrücken und den Schwachsinn beenden, den unsere Politik hier betreibt. Ja, wir wollen nicht länger Lakaien des amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes sein, der wiederum Lakai eines unheimlichen Oligarchen-Konglomerats ist, das man nachlesen kann in 147 Aktiengesellschaften, die diese Welt beherrschen, ja, die unsere Frauen und Kinder hinschlachten, ja, für die wir nichts weiter sind als Schafe, die zum Schlachten und zum Scheren gebraucht werden. Ja, hallo, du bist heute hier auf der Demo gegen die Münchner Sicherheitskonferenz. Wogegen demonstrierst du? Ich meine, Sicherheitskonferenz klingt doch positiv. Wir sehen halt, dass das hier eigentlich eine NATO-Propaganda-Veranstaltung ist, dass hier gegen Russland gehetzt werden soll, dass hier weiterhin auf eine Blockkonfrontation es hinauslaufen soll zwischen Russland und den USA bzw. den Westmächten, auch der EU. Und wir sind hier auf der Straße, um dagegen einzustehen. Wir stehen genauso dagegen ein, dass der Westen, dass die EU unter anderem auch der deutsche Imperialismus es geschafft hat, in der Ukraine ein faschistisches Regime an die Macht zu bringen, was seine eigene Bevölkerung ermordet. Und wir gehen hier auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren, um die Leute in der Ostukraine zu unterstützen, die gegen den Faschismus in der Ukraine auf die Straße gehen. Wir wollen nicht, dass Leute hier wie Poroschenko, der ukrainische Präsident, der mehr oder weniger durch den Maidan, durch einen westlichen Staatsstreich an die Macht gekommen ist im Endeffekt, dass solche Leute hier hofiert würden, dass neue Waffendeals gemacht werden mit solchen Leuten, dass diesen Leuten Milliardenkredite von deutschen Steuergeldern gewährt werden, um das eigene Volk in der Ostukraine abzuschlachten. Und da sehen wir, dass wir auf jeden Fall auf die Straße gehen müssen und die anderen Menschen auch dort zu unterstützen im Kampf gegen den Faschismus. Stichwort Syrien, was sagst du dazu? Ich muss sagen, dass in Syrien das Gleiche passiert, was bereits in Libyen passiert ist oder eigentlich auch in der Ukraine. Der Westen unterstützt faschistische Mörderbanden, wie die gesamte FSA, diese angebliche syrische Opposition, die niemals so existiert hat. Es waren immer pseudo-islamische Faschisten, die gekämpft haben gegen die legitime syrische Regierung. Auch in den letzten Wahlen hat sich einmal wieder gezeigt, dass die Mehrheit der syrischen Bevölkerung auf der Seite von Bashar al-Assad steht. Und wir müssen diesen Willen der Bevölkerung Syriens respektieren. Und wir können nicht Terroristen ausbilden, finanzieren, bewaffnen mit unseren Steuergeldern, mit Hilfe der CIA und des BND, um woanders Staatsstreiche durchzuvollziehen, die nur dem deutschen Imperialismus, dem deutschen Kapital, der Großindustrie hier dienen. Wir wollen das nicht. Wir sagen, die Völker haben ein Selbstbestimmungsrecht und dafür stehen wir ein. Ich bitte jetzt ohne Umschweife ans Mikrofon unseren Freund Rainer Braun. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, wenige Meter von hier schwadronieren Sie über maßlose und grenzenlose Konflikte bis hin zu Feuerringen, die in Europa gelegt worden sind.
die Verantwortlichen für diese Krise und Konfliktsituation werden nicht benannt. Die Verantwortlichen haben aber einfach nur vier Buchstaben. Und diese vier Buchstaben heißen NATO. Und es handelt sich bei dieser sogenannten Sicherheitskonferenz im Kern um eine NATO-Kriegskonferenz. Hier trifft sich die militärische, die industrielle, die geistige, die mediale und die wissenschaftliche Elite der NATO-Länder, um Kriege und Konflikte weiterzuführen und zu intensivieren. Hier treffen sich die Profiteure des Krieges, die Gewinner, derer, die die Milliarden, die den Menschen entzogen werden, auf ihre Kosten leiten. Und deshalb gibt es auch keinen Frieden mit der Sicherheitskonferenz. Die Sicherheitskonferenz kann auch nicht demokratisiert werden. Sie kann nur abgeschafft werden. Vergessen wir nie, wer sich hier im Kern trifft. Hier trifft sich die nach wie vor stärkste Militärmacht der Welt, die USA, an allen Interventionen der letzten 20 Jahre beteiligt und darüber hinaus. Hier trifft sich aber auch der neue Militärblock Europas um die Europäische Union, deren Militarisierungspolitik zu zunehmenden Kriegen und Konflikten führt. Und wir sind ein Teil davon. Deutschland als Hegemon in Europa ist ein Teil dieser europäischen und dieser NATO-Kriegspolitik. Deshalb müssen wir immer und immer wieder auch betonen, der Feind steht im eigenen Land. Wir müssen die Politik dieser Regierung bekämpfen und dazu Nein sagen. Wir wollen keine deutsche Beteiligung an irgendeiner Intervention. Nicht an den jetzigen und auch nicht in Libyen. Und was sonst noch auf der Agenda von Frau von der Leyen und von Frau Merkel steht. NATO, das sei doch ins Buch geschrieben, ist Krieg und Intervention. Von Afghanistan bis Syrien und Libyen. Ist Rüstungsexport überall. Ist ungehemmte Aufrüstung. Haben wir uns eigentlich mal ausgemalt, was 2% Rüstungsausgaben für dieses Land bedeuten? 56 Milliarden in Stelle von 35. Schulen, Universitäten, Gesundheit kann dann noch weniger finanziert werden. Und was ist mit den Ländern um uns herum? Die können doch auch gar nicht mehr schultern, was von ihnen militärisch gefordert wird. Das ist NATO-Aufrüstungspolitik. Und dieses Dokument hat Frau Merkel und Herr Steinmeier in Wales nochmal wieder unterschrieben bei dem letzten NATO-Gipfel. NATO ist Politik gegen Russland. Der Vormarsch der NATO-Genossen ist eines der größten politischen Vergehen der letzten 20 Jahre und hat die Möglichkeit kooperativer Beziehungen in Europa zerstört. Die gesamte Doppelmoral gegen Russland muss immer wieder angeklagt werden. Wer Frieden mit Russland will, muss als erstes aufhören, die NATO im Osten permanent zu erweitern. Diese NATO ist ein Dinosaurier des Kalten Krieges, ein Instrument der Unterdrückung und Ausbeutung. Deswegen geht auch kein Weg daran vorbei, immer wieder zu sagen, und wir werden es noch oft sagen müssen, die NATO gehört abgeschafft, Deutschland muss raus aus diesem Interventionsbündnis. Was wir brauchen, ist eine neue Friedenspolitik, auch und gerade in Europa. Dieses geht nur mit Russland. Ohne Russland keinen Frieden in Europa. Ohne Russland nur Ausgrenzung und Konfrontationspolitik.
Deswegen sage ich von dieser Stelle noch einmal, ganz im Gegensatz zu dem, was wir aus der Sicherheitskonferenz hören müssen, neue aggressive Stimmung gegen Russland. Lasst uns Russland nicht zum Feind machen. Freundschaft mit Russland ist die Voraussetzung für Frieden in Europa und kooperative Beziehungen in der Welt. Und wenn über Menschenrechte und Demokratie in Russland geredet wird, dann soll ich ganz deutlich sagen, jawohl, wir können darüber reden, aber auf den Spitzen von Bajonetten und Raketenabwehrschirmen kann man nicht über Demokratie und Menschenrechte reden, sondern nur bei einer Politik der Entspannung, der Kooperation und der Abrüstung sind Diskussionen auch darüber möglich. Deswegen heißt Freundschaft mit Russland, Abrüstung und Entspannungspolitik wiederbeleben. Wir brauchen eine Neuauflage der Entspannungspolitik, wie sie Willy Brandt einmal eingeleitet hat und wie es von der jetzigen Regierung mehr oder weniger zerstört wird. Lasst mich drei Sachen zum Schluss sagen. Erstes, NATO abschaffen heißt für mich, einen Durchbruch zu verhelfen zur Friedenspolitik. Und wenn ich über NATO rede, dann meine ich auch die ökonomische NATO und sage hier deutlich noch einmal Nein zu TTIP und diesen ganzen neoliberalen Ausbeutungsverträgen, die vor uns stehen sollen. Es lohnt sich, für diese Vision einer Welt ohne NATO und Krieg zu streiten. Heute hier in München, im Juni in Ramstein, im Juli bei der NATO-Konferenz in Warschau. Wir müssen immer wieder deutlich machen, wir kommen immer und immer wieder. Wir haben den langen Atem, um den Frieden zu erzwingen. Es bleibt eine Grundaussage, die gar nicht oft genug gesagt werden kann. Die Solidarität mit den Flüchtenden, die in unser Land kommen. Denn wer Krieg sieht, wie die NATO-Politik, wird ultimativ Flüchtlinge ernten. Wir lehnen jede Militarisierung der Flüchtlingspolitik ab. Nein zu NATO-Flüchtlingseinsätzen und auch Nein zur Kumpanei auf dem Rücken der Menschen mit dem despotischen Regime in der Türkei, das selbst Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt. Flüchtlinge brauchen unsere humanitäre Hilfe. Offene Grenzen, aber vor allem müssen die Fluchtursachen bekämpft werden. Und das heißt, die am Ende die NATO überwinden, damit Krieg von diesem Planeten verbannt wird. Es bleibt unsere Vision ohne NATO für eine Welt ohne Krieg und Gerechtigkeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Rainer Braun.